Gameboy Adventskalender. La 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 la. Donkey Kong, Donkey Kong. Das perfekte Spiel, um mit dem Adventskalender zu beginnen. Was kann man zu diesem großartigen Gameboy-Titel noch sagen? Welche positiven Worte der Anerkennung soll man für dieses Spiel noch finden, die nicht bereits irgendwo schon gesagt wurden? Ich versuch's mal. Gut, kann ich mich noch dran erinnern, wie ich damals eine komische, halbgecrackte Version des klassischen Donkey Kong auf dem Amiga 500 gespielt habe. Ich war nie so richtig gut darin, ehrlich gesagt. Aber die Tatsache, dass ich das Originalspiel kannte, sorgte auf dem Gameboy für eine dicke Überraschung. Man spielt die bekannten 4 ersten Level, besiegt den Affen und freut sich darüber. Doch dann beginnt das Spiel erst so richtig. Fortan steuert man den Superklempner Mario durch diverse Welten und Level, um seine Freundin Pauline zu retten. Yep, Pauline. Hallo, ihr habt doch nicht ernsthaft gedacht, dass Peach seine erste Frau ist. Es gilt im Grunde immer einen Schlüssel zu finden und diesen an die nächste Türe zu transportieren. Doch leichter gesagt als getan. Schalter, Tore, Gegner, Leitern, Lifte, Blöcke und so weiter stellen sich dem Helden in den Weg. In jedem vierten Level gilt es, unbeschadet den Weg zu Donkey Kong zu beschreiten, während man ihn am Ende einer jeden Welt mit Fässern bewerfen muss. Irgendwann kommt es zum mächtigen Showdown und der ist so, wie ein Endboss-Fight sein muss. Groß, episch, anders als bisherige Boss-Fights, intensiv, klasse dargestellt, anspruchsvoll, aber fair. Insgesamt ist Donkey Kong in meinen Augen ein Spiel, das seinerzeit voraus war. Für ein Gameboy-Spiel war es ungewöhnlich vielfältig. Es hatte nicht nur eine sehr lange Spielzeit, es war auch noch wahnsinnig abwechslungsreich und kreativ. Langweilig wird es selten, auch unfair ist es eigentlich nie. Manchmal ist gutes Timing nötig, aber es gibt keine nahezu unmöglichen Spielfruststellen. Ein Spiel der Ära derart gut auszubalancieren, das ist schon ein Geniestreich. Trotzdem habe ich immer noch meinen Vater vor Augen, wie er vor dem Gameboy sitzt und in die Runde ruft: Das Level ist unlösbar! Donkey Kong war nicht nur eines der ersten Spiele, die ich auf dem Gameboy gespielt habe, es ist nach wie vor eines meiner Lieblingsspiele für den guten alten Handheld. Alle, die es noch nicht kennen, sollen das noch nachholen. Alle, die neben Donkey Kong auch noch einen Super Gameboy besitzen, sollten diesen mal ausprobieren. Ihr werdet vielleicht überrascht sein. Übermorgen geht die nächste Türe auf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert doch einfach den Kanal. Das Leben kann ja so einfach sein.